Herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Und wir werden jetzt einmal uns mit den Jägern hier beschäftigen. Und zwar war das die drei Jäger. Eine Gruppe junger Banuk-Jäger hat sich zusammengeschlossen. Sie wollen sich den Weg aus ihrer Heimat freikaufen und im Westen ein neues Leben beginnen. Weil der Burgrent hat denen natürlich Ausrüstung gegeben. Die haben die nicht bezahlt. Und nun hat er sie nochmal beauftragt. So, 10.000 EP, eine außergewöhnliche und drei Blauglanz. Sehr gut. Dann haben wir die Quest mal aktiviert und jetzt werden wir uns mit denen mal unterhalten. Kennt ihr drei zufällig einen Osaramensangesgrund namens Burgrent? Jungs, dieser Schwindler hat seine Dienstbotin zum Eintreiben geschickt. Ich bin keine Dienstbotin. Ich soll für Burgrent Teile sammeln. Oder wollt ihr ihm weiter kaputten Müll verkaufen? Kaputten Müll? Die Herde zieht schon bald weiter. Keine Zeit für Streit. Wenn sie helfen will, lassen wir sie doch. Schön. Wir erlegen diese Maschinen. Wenn du unbedingt helfen willst, geh voran. Also, erledige die Maschinen. Da gucken wir uns die Sache nochmal an. Da sind wieder... Oh, dämonisches Langbein. Ja. Dämonisches Langbein. Können wir den von hier oben erlegen? Ah, jetzt hätte ich den stillen Schlag schon machen können. Jawohl, nochmal. Oh yeah. Erstmal ein bisschen Reis aus. Ich wollte hier den. Und drauf, komm. Ah, ich muss gedrückt halten. Keine Munition. Ah, die Jäger sind gut dabei. Schön. Was drauf? Mist. Also die Waffe mit den... Mit den Schock, die ist irgendwie nicht so meins. Dann nehme ich lieber die und dann hier... Meine schönen Haftbomben, die sind toll. Boah, habe ich vorbeigeschossen? Oh, nee. Habe ich tatsächlich vorbeigeschossen. Na los, komm nochmal. Und jetzt meine Haftbomben, komm. Ja. Oh, hat er mich erwischt. Nochmal drauf, komm. Aber das reicht. Und nochmal. Tschüss, komm. Jawoll. So, das waren die Langbeine. Da unten lebt noch... Oh ja. Mein Lieblingsfreund. Der ist toll. Ja. Hallo, weiter. Mist. Oh, vorbei. Ah. Okay, davon haben wir genug. Ah, los, Jäger, mach den schon platt. Oh Mann, das war nix. Na gut, dann wechsle ich nochmal hier auf den. Vielleicht kann er den ja schocken.
Na, geht schon weg. Gleich ist er erledigt. Und nochmal, komm. Jawoll. Aber Versengerkralle. Ach so, das Langbein. Wer ist besser als wir, huh? Niemand, ganz klar. Ja, tönier nicht so rum, komm. Oh nein, jemand hat dich weggepustet. Versengerkralle haben wir eingesammelt. Mit Tatei soll ich reden. Na los, Tatei. Was sagst du nun? Bist du Tatei? Hm, natürlich nicht. Du versteckst dich wieder hier unten. Das Langbein hat nix. Ja, Tatei, jetzt. Na schön, Fremde. Du wolltest mit uns über Burkan reden. Jetzt prollt er wieder rum, pass auf. Oder sie. Nee, erstmal hier. Ach so, das ist die Waffe, nee. Erledigt. Ihr drei seid wirklich nützlich im Kampf. Na, danke. Nicht, dass wir Hilfe bräuchten. Wir kommen auch ohne dich gut klar. Da sagt Burgren was anderes. Er sagt, ihr wolltet mit einem zersplitterten Donnerkieferherz zahlen. Was? Das ist übertrieben. Es brach nur in zwei Teile. Okay, wir haben keine Zeit. Kommt schon, Jungs, zurück auf die Jagd. Wir brauchen noch zwei Teile für Burgrent. Warum die Eile? Wir wollen von hier weg, so schnell wie möglich. Mehr musst du nicht wissen. Warum verlasst ihr den Schnitt? Wir könnten auch nach Ban-Ur. Uns von Orneko töten lassen. Beim blauen Licht, Orkai. Warum schreibst du unsere Geschichte nicht gleich für alle sichtbar in den Schnee? Es gab einen Streit mit dem Häuptling unseres alten Veraks. Wir fanden, jemand anders sollte uns leiten. Er fand das nicht. Schien ein guter Zeitpunkt zum Aufbruch. Also reisen wir ins Sonnenreich. Mhm. Von hier ins Sonnenreich? Ein weiter Weg. Sollte sich lohnen. Um zu überleben, sollte man wissen, wann man geht und wo man hingeht. Ja, und in diesem Fall bleiben wir so weit es geht von Ban-Ur fern. Wir haben genug von rotem Schnee. Was habt ihr vor, wenn ihr ankommt? Was tut ihr dann, um zu überleben? Also, was zählt ist, dass wir dort ankommen. Und dazu brauchen wir Scherben. Wenn du uns also entschuldigst. Tja, das ist interessant. Dieses Donnerkieferherz, das ihr Burgrent... Eine Frage, in Ordnung. Ist es nicht egal, dass das Herz in zwei Teile gebrochen war? Kann man es nicht einfach reparieren? Natürlich kann man es nicht reparieren. Ich wollte nur... Oh, ich wette, dieser Osseram-Betrüger könnte es. Er wollte uns nur einen neuen dummen Auftrag geben. So schlimm ist er nicht. Ich mag Burgrent. Du magst ihn? Tulemak, er hat uns in den Schnee geschickt, wo ein Donnerkiefer uns fast zertrampelt hätte und... Jungs, Schluss jetzt! Oh. Immer wenn jemand dieses blöde Herz erwähnt. Hm. Ich hab die Versengerkralle, die Burgrent wollte. Dann fehlen nur die Pirschersehne und der Schnappmaulzahn. Dann behalte es lieber. Du kommst schließlich zur nächsten Jagd mit, oder? Ich schätze, irgendjemand muss auf euch drei aufpassen. Gut, dann musst du wohl mitkommen, aber denk nicht, du wärst eine von uns. Die blutigen Schneewehen akzeptieren keine neuen. Blutige Schneewehen? So willst du unseren Verak nennen? Ja, klingt nicht toll, Tatei. Ah, deine Namen sind auch nicht besser. Du, wir gehen nach Nordwesten, zu den Ruinen bei der Hohlhalle. Wir warten dort. Ja, ich werde euch auf euch aufpassen. Ne Loa, sehr gut, nehmen wir mit. Bisschen Heilung wäre noch nicht schlecht. Gucken wir mal, ob hier noch was ist. Ja. Wo sind sie? Wo sind sie hin? Ich weiß es wieder nicht. Beim nächsten Kampf auf der Karte anzeigen. Oh, da oben. Ah, ich glaube, den Turm haben wir noch nicht. Eieieiei, das sieht interessant aus. Der nächste... Wo ist das nächste Lagerfeuer? Komm mal hierher. Nee, dahin.
Das nächste Lagerfeuer. Hallo, das ist nicht entdeckt. So weit unten, das ist das letzte. Hm. Na gut, dann reisen wir her. Laufen dann zu dem Lagerfeuer. Okay, da ist auch noch ein Turm. Ui, das wird schon... Ja, es wird interessant. So, da wären wir. Die Tierfigur und das Blauglanz. Wir nehmen erstmal die Tierfigur mit. Ja, den Blauglanz könnte man vielleicht auch mitnehmen. Na ja, gucken wir erstmal, ob wir die Tierfigur finden. So, gleich mal auf dem Weg ein bisschen was mit einsammeln. So, hier müssen wir wieder ein bisschen suchen, würde ich sagen. Die ist immer etwas versteckt. Ich habe Blauglanz. Den kann ich eintauschen. Ja, aber erstmal suchen wir hier eine Tierfigur. Was ist da hinten? Nix. Und dunkel ist es. Wo kann sie sein? Versteckt. Hier unten vielleicht? Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Suche. Da ist das Lagerfeuer. Was ist da? Da ist doch was. Aber das wird eine Nachricht sein und kein Tierfigur. Und hier? Heilung? Nein. Haben wir hier noch eine Nachricht? Oh, cool. Abgasspritztour. An Shelley Guerra McKenzie von Laura Vogel. Abgasspritztour. Okay, du glaubst mir nie, was mir gestern Abend auf dem Weg nach Hause passiert ist. Erst war da dieses Geräusch wie ein Schwarm Killerbienen, die gerade aus einer Blechdose entkommen. Dann ein komisches Licht zwischen den Bäumen. Ich hab schon gehofft, es wären Aliens, aber nein. Es war einer dieser alten blauen LEDs. Sieht im Schnee echt gruselig aus. Ich bin näher ran und dann kam der Schrei, so ein komischer, kehliger Männerschrei. Klang, als ob ein Typ gerade irgendeine Macho-Urschreitherapie machen würde. Und schön mit 200 PS zwischen den Beinen. Dieser Typ war niemand anderer als Dot Blevins, unser neuer Sicherheitschef oder wie auch immer sein Titel lautet. Er ist ernsthaft auf einem alten Schneemobil herumgefahren. Diese Teile sind tausendmal umweltschädlicher als ein Auto aus der Zeit der Verbrennungsmotoren. Meine fachkundige Meinung dazu... Blevins ist ein riesengroßes Rindvieh. Aber ich habe trotzdem nicht den Sicherheitsroboter auf seinen Schwabbelarsch gehetzt. Er ist schließlich die nächsten 2 Wochen quasi unser Boss. Und jetzt halt dich fest, Shelley, denn dir werden die Ohren schlackern, wenn du hörst, was ich stattdessen gemacht habe. Ich stand direkt neben einem der Wegweiser und Blevins war in meine Richtung unterwegs. Also habe ich das Schild umprogrammiert, sodass die Richtungen von Fairy Falls und Purple Mountain vertauscht wurden. Genial, oder? Da oben kommt man mit einem Schneemobil niemals hoch. Hoffentlich ist er schön aufgelaufen und musste zu Fuß zur Hütte zurück. Ich werde wohl noch, bevor hier alles für immer dicht gemacht wird, meinen ersten Vorfallbericht verfassen. Ich könnte es natürlich wie immer gut sein lassen. Aber wo bleibt da der Spaß, Shelley? Wo bleibt da der Spaß? Ja, der Spaß. Was haben wir denn im Inventar bekommen? Rohstoffe. Donnerkieferherz. Und was haben wir hier? Die Spezialobjekte. Die Versengerkralle. Sehr gut. Aber wo ist jetzt die Tierfigur? Eigentlich kann ich fast gar nichts mehr spüren. Vielleicht ist sie auch irgendwo hier unten. Mal schauen. Das ist schon ganz clever gemacht.
Man hat zwar die Möglichkeit, auf der Karte danach zu gucken. Aber das heißt noch lange nicht. Da oben könnte vielleicht was sein, dass die Figur dann auch da gleich ist. Ah. Eine kleine Figur von irgendeinem seltsamen Tier. Ja, und welches Tier haben wir da? Das ist ein, ja, weiß ich nicht. Steht da was? Ein Raubtier. Ja, ein Löwe ist es nicht. Ein Panther. Ja, vielleicht. So, jetzt haben wir die Tierfigur. Ich glaube, da versuchen wir den Blauglanz noch zu holen. Könnten eventuell auch gleich den Blauglanz mitnehmen. Gucken wir mal, wie weit. Oh, das scheint sehr weit zu sein. Ein Tier. Oh, das hat aber schön geschallt. Das hat aber schön geschallt. Los geht's. Ah, wir könnten mal gucken, ob wir auf den Weg kommen. Hier vielleicht her. Na mal sagen. Vielleicht kann man auch einfach die Berge hochreiten. Mitten durchs Gebirge. Ah, hier geht's natürlich nicht weiter. Nee. Nicht für Berge geeignet, hm? Yeah. Na spring. Hallihopp. Da geht's nicht lang. Gucken wir mal hier runter. Lass. Gas. Ein Dachs. Wir brauchen aber noch ein bisschen Eichhörnchen. Ich glaube, da müssen wir vielleicht doch mal zu Fuß hochgehen. Wäre vielleicht sinnvoller. Noch die Frage, wo hoch? Da geht's, könnte es hochgehen. Hier vielleicht. Das sieht ganz gut aus. Auf in Richtung Blauglanz. Na, hier hätten wir auch mit dem Tier hochreiten können, aber erstmal finden. Ne, hier geht's nicht hoch. Hier geht's weiter. Was ist hier? Haben wir ja schon mal. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Der Pfad... Ja, müssen wir echt den Pfad... Müssen wir echt den Pfad hoch. Na, dann komm noch mal her, mein Tier. Wenn wir schon hier hochreiten, dann doch mit dem Tier. Halt. Da geht's lang, hier rein. Nee. Verritten. Geht's doch hier weiter? Ach Mann, ist das blöd. Nee, wir wollen wieder genau querfeldein. Ach, wir steigen wieder ab. Komme ich hier hoch? Vielleicht. Wir nehmen eine Abkürzung. So, Blauglanz. Vielleicht gibt es hier Eichhörnchen. Ziege. Mein Tier? Nee, er ist nix. So. Blauglanz. Oh, jetzt wird's wieder dunkel. Boah. Ist schon
Imposant. Aber wo ist hier der Blauglanz? Hier nicht. Mist. Ich will ihn. Was ist da unten? Ich weiß nicht. Gucken wir nochmal die Karte an. Ja, wir sind genau da. Vielleicht ist das da unten. Naja, ich weiß es nicht. Sehr verzwackt. Und es ist so dunkel. Hier ist nix. Das ist... Nee, das ist kein Blauglanz. Aber die Glut nehmen wir auch mit. Puh, also die Sucherei... ist schon etwas... Naja, nervig will ich nicht sagen, aber... da ist ein Lagerfeuer. Boah. Hier sieht's aber schön aus. Auf jeden Fall erstmal abspeichern. Wo sind wir jetzt? Ah, wir sind hier. Ja, hier sieht's toll aus. Was ist da hinten? Ah, ja, das... Ein Quest angefangen, genau. Aber der Blauglanz ist doch hier nicht im Berg. Ja, wobei... Naja, das sieht aber nicht so aus. Aber... vorstellbar ist alles. Ich hab Blauglanz. Den kann ich eintauschen. Ja, ist ja gut. Ist die Frage, ob der hier im Berg ist. Welche Richtung laufe ich? Nee, ich laufe direkt weiter in den Berg rein. Nee, der wird schon irgendwo draußen sein. Gucken wir nochmal. Ich glaube, die anderen Blauglanze, Glänze, wie auch immer, die werde ich offline sammeln. Und... ah, oh, der ist aber gut versteckt. Der hier ist eine ganz schöne Menge Blauglanz herausgeflogen. Ja. Na, dann nehmen wir den hier unten auch noch mit. Also. Das muss sein. Aber wie gesagt, diese große Anzahl von Blauglanz werde ich vielleicht dann mal gesondert sammeln. Weil das ist ja wirklich... Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Nur ein... ui. Rumgereise und Gesuche. Und das müsst ihr ja nicht unbedingt mit... verfolgen. So. Langsam, langsam. Wo ist hier Blauglanz? Da hinten vielleicht... Nee. Schockwurzel, das könnte vielleicht Heilung sein. Ja. Da unten eventuell. Ja, das sieht gut aus. Also, links habe ich schon was gesehen. So. Nummer 1. Na, geh schon ran. Nummer 2. Super. Ja, ein bisschen Holz nehmen wir auch mal mit. Und die Nummer 3 war irgendwo hier oben. Wo war die Nummer 3? Ich habe die aus dem Augenwinkel raus entdeckt. Da. Schön. Haben wir den Blauglanz eingesammelt. So, die anderen, auch diese Farben, die werde ich dann extra nochmal machen. Aber jetzt begeben wir uns... wohin? Ach so.
Da hoch also. Da ist wieder nichts zum Reisen da. Kann ich da hin? Auch nicht. Okay, dann. Puh. Dann müssen wir halt. Den nehme ich mit. Dann müssen wir halt zu Fuß. Dann soll uns das nicht weiter schocken. Gehen wir erstmal ein Stück den Berg hinab. So. Holen unser Tier. Na? Kommst du? Ja. Hier bin ich. Nimm mich mit. Und dann einfach querfeldein. Kommst du hier hoch? Oh ja. Boah, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, da ging irgendwo ein Weg hoch. Natürlich nicht da, wo ich lang reite. Ich reite wieder. Völlig da quer. Aber irgendwo da war ein Weg. Wo sind wir denn gerade? Ach, der Weg ist hier drüben. Wahrscheinlich geht's da eh nicht hoch. Ach, wir machen das wieder mal zu Fuß hier. Mal gucken, ob wir hier hochkommen. Auf den Pfad der Tugend. Ja, das sieht gut aus. Und wenn wir wieder ordentlichen festen Boden irgendwie haben, dann können wir vielleicht unser Tier. Oh. Meine Position ist aufgeflogen. Psst. Oh je. Komm, komm, komm. Lass mich in Ruhe. Mist. Ich will jetzt nicht. Ich hau ab. Noch einer. Nee, 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 nee. Oh, der lässt mich nicht. Oh, wie viel sind denn hier? Oh, noch und noch und noch und nöcher. Ach du Schande. Scheiß. Oh Mann. Kann man sich hier irgendwo verstecken? Nee. Oh, das war wieder eine Aktion. Super klasse. Hau ab, hau ab. Mist. Mann. Was ist denn nur hier los? Oh, wo sind wir denn da reingeraten? Und da ist... Okay. Wir sind aber zumindest... recht hoch gekommen. Boah, ist mir warm. Ein paar Viecher. Mann. Halt, wir wollen das Lagerfeuer. Ja. Ich krieg hier eine Temperatur. Wo ist denn das Lagerfeuer? Ach, da unten. Boah, sind wir aber ganz schön hektisch. Und trotzdem nah rangekommen. Das Gefühl, dass meine Augen zufrieren, wenn ich blinzle. Aber die Viecher, das waren alles dämonische Sägezähne, glaube ich, ne? Puh, dann lass uns hier mal die aktuelle Folge beschließen. Ich guck mir das nochmal an. Wir sind hier hoch. Und dann waren die irgendwo hier, keine Ahnung wo. Boah, gefährlich, gefährlich. Okay, wir beschließen hier die aktuelle Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge werden wir dann mal sehen, was da noch so auf uns wartet, was die Jäger und der Händler so möchte. Also vielen Dank und tschüss.